Hallo meine Freunde, hier ist mal wieder euer Maximus. Ich begrüße euch zu einer weiteren Folge Euro Truck Simulator 2. Wir sind natürlich heute unterwegs mit den Mercedes Actros MP3 Tuning. Und da werden wir mal eine Runde fahren. Ja, und da muss ich ehrlich was gestehen. Ja, wir fahren jetzt von Berlin Richtung Nürnberg. 409 Kilometer. Und ja, ich habe heute am Sonntag schon einige Videos gemacht. Ja. Und ja, dann dachte ich mir, okay, dann werde ich die hochladen, bearbeiten und alles fein gemacht. Und dann merke ich, ja, mein Headset war gar nicht richtig angeschlossen. Oder besser gesagt, bei OBS war die Tonspur nicht anliegen. Kein Sound vom Spiel, kein Sound von mir. Ja. Das wäre jetzt nicht so schlimm gewesen, wäre der Sound von mir nicht da, ne? Also, dann hättet ihr endlich mal ein bisschen Ruhe gehabt von dem ganzen Gelaber. Aber ich habe wirklich 3 Videos gemacht und alle für die Katz. Ja, das ist sehr, sehr ärgerlich. Zum Glück habe ich es jetzt doch noch mitbekommen. Aber es ist so ärgerlich, es ist so verdammt ärgerlich. Naja, gut, kann man jetzt nicht ändern. Wir werden jetzt Berliner Ring Richtung A9. Schön gemütlich mit den Tuning-Truckern. Aber ich glaube, der eine oder andere YouTuber kennt das bestimmt auch. Wenn man gerade so schön Videos macht und dann merkt, ja, irgendwas haut nicht richtig hin. Man hat was vergessen. Ja, warum? Die Einstellungen verändern sich ja nicht. Ganz einfach. Ich hatte am Samstag noch ein bisschen meinen neuen Rechner in der Mache. Warte mal, müssen wir jetzt hinfahren? Hier, glaube ich, lang, ne? Oh Gott. Ja. Ich hatte meinen Rechner noch ein bisschen in der Mache und tun und machen. Und wenn ich dann halt wieder meine alten Rechner, so wie jetzt, das ist alles noch im alten Rechner. Ich habe jetzt nämlich erst die ganzen OBS-Einstellungen beim neuen Rechner gemacht, ein paar Spiele schon runtergeladen und. Und dann war ja sowieso noch die Feier gewesen. Ja, alles für die Katz, alles umsonst. Ärgerlich. Und jetzt sitze ich da und mache das einfach nochmal. Ach ja, so ist das halt. Ärgerlich. Jetzt dafür haben wir heute eine längere Folge. Wir werden es schon irgendwie hinkriegen. Wir fahren erstmal Richtung Brandenburg. Mit unserem schön getunten Truck hier. 85 habe ich reingemacht, weil ja, das ist doch schon noch 400 Kilometer. Das ist schon noch ein Stück zu fahren. Ich habe jetzt auf die Schnelle nichts anderes hier in Berlin gefunden. Ach nee, ich dachte so, ja, jetzt habe ich wenigstens die ganzen ETS-Videos fertig. Nein. Ach Mann. Sehr dumm gelaufen, ne? Aber das kennt ihr bestimmt auch, ne? Wenn man so in seinen Standard-Flow so drin ist und denkt, ja, es läuft alles und dann guckt man nicht. Ich wollte nämlich gerade noch so ein Video MBA aufnehmen. Oh, was ist hier oben? Und denke so, hä? Warum schlägt denn da nichts aus? Hä? Also ich habe den Sound vom Spiel gehört, aber er hat das nicht aufgenommen, ne? Ich hoffe, dass es jetzt geht. Wenn nicht, dann... Also ich sehe es ausschlagen. Also es sollte funktionieren. Na gut, dann fahren wir erstmal richtig schön Richtung Nürnberg hier auf der Promod 2.41. Da vorne sehe ich schon die ersten Kameraden, die hier lang cruisen. Aber sind wir wenigstens schön auf der A9 unterwegs. Muss ja auch mal sein. Ah, wenn ich jetzt ein bisschen mehr Zeit hätte, wäre ich jetzt... Oh, Polizei, was ist denn hier los? Da wurde ein LKW... Ja, vielleicht Ladungssicherung? Wer weiß? Wieso fährt der jetzt so langsam? Hm. Ja, ich habe natürlich bei dem LKW einige Tuning-Teile noch hier zusätzlich dran. Ich könnte jetzt mal den Lichtspot hier anmachen.
Er haut den ja voll das Blech weg. Können wir mal wieder ausmachen, sonst gibt es wieder Ärger von der Community, warum ich denn diese Warnzeichen hier missbrauche. Gucken wir mal, was haben wir denn? Oh, 344 Kilometer. Super. Ja gut, dann lade ich es halt nochmal hoch und bearbeite eben nochmal. Ja, warum nicht? Man hat ja sonst nichts zu tun. Ah ja. Gibt Schlimmeres, ne? Ist natürlich jetzt mit der ganzen Bearbeitung und die Aufnahmen sind 2 Stunden. Na, doch 2 Stunden. Mit den 3 Videos, ich hatte ja auch noch Breakpoint ein Video gemacht, sind über 2 Stunden jetzt im Arsch. Ja, das kann man durchaus sagen. Ah, so. Aber läuft ganz gut jetzt hier, ne? Wir kommen gut voran. 300 Kilometer noch. Wir haben momentan einen Durchschnittsverbrauch auf 100 Kilometer von 43 Liter. Müsste ich eigentlich jetzt mal ein bisschen öfters mal hier drauf gucken, um einfach mal zu sehen, welcher LKW denn viel verbraucht und welcher nicht. Wäre ja mal eigentlich ganz interessant zu wissen, ne? Dann müsste ja der neue Actros definitiv ein bisschen weniger verbrauchen. Müsste sein. Ja, okay. Aber erstmal nach Nürnberg. Ich hoffe, da wird es jetzt nicht so kritisch in der Stadt drin. Aber die anderen LKWs fahren auch ziemlich zügig da vorne. Ich komme gar nicht ran. Könnt ihr jetzt natürlich auf 90 hochmachen, aber ja. Ich denke mal, jetzt haben wir nur noch 295 Kilometer. Läuft ja nebenbei noch ein bisschen Trucksbook. Ja, das muss ich auch noch alles aktivieren. Der Multiplayer geht schon auf den neuen Rechner. Das habe ich schon ausprobiert. Aber ich habe ein Problem, muss ich sagen, mit dem Monitor, mein Hauptmonitor. Der hat halt, der macht nicht dieses Bild, was ich haben will. Also wir haben da mit Tonichen und Tütchen, ne? Grüße gehen raus an euch beiden, haben wir ja ein bisschen hin und her rumgedoktert. Und jetzt habe ich mir noch einen anderen Monitor geholt. Das werde ich dann alles in die Videobeschreibung reinmachen. Ach, nicht in die Videobeschreibung. Wenn er denn da ist. Also ich kann ja mal gucken. Ich gucke jetzt mal aufs Handy, was für einen Monitor ich geholt habe. Ich muss ja erstmal auf meine Bestellung gehen bei Amazon. Ach, Junge, Junge. Ja. Oh, man sollte mit dem Handy rumspielen. Meine Bestellung. Und dann habe ich mir einen... Soll am 11. bis 13. Wow! September kommen. Ja, 11. bis 13. September soll der rauskommen. Wie heißt denn der jetzt? Ah, jetzt kann ich. Also, ich habe mir einen Asus MG278-8Q geholt. Der soll eigentlich ganz gut sein, so von den Testberichten, Reaktionsgeschwindigkeit und. Ja, also wird der nächste Woche dann kommen, zum Freitag. Und dann denke ich doch, dass ich dann in der 38. KW so weit bin, dass ich meinen neuen Rechner richtig benutzen kann. Ja, die Bearbeitungsprogramme habe ich jetzt auch schon nach und nach oben. Wo ich noch Probleme habe, ist das Stream Deck. Da muss ich noch mich ein bisschen auseinandersetzen. Beim Photoshop muss ich auch noch ein bisschen mich auseinandersetzen. Ah, das sieht ja aber auch jetzt geil aus hier, oder? Dem Wald und das alles. Den Bäumen. Da muss ich mich auf jeden Fall noch ein bisschen auseinandersetzen. So. Pass mal auf, wir machen mal, wir fahren mal hier diesen Weg hier ab. Das hier. Fahren wir einfach nur geradeaus weiter. Dann habe ich das nämlich auch abgefahren.
Ja, schön. Haben wir wieder was geschafft. Erstmal ordentlich Gas hier, der Mopedfahrer hier, ne? Oh, siehst du, wieder was geschafft. Naja, toll. Kommen wir jetzt auf die Strecke rauf? Bleibt es jetzt dreispurig, oder? Ja, glaube schon. Okay. Wir kommen jetzt langsam an die anderen LKWs ran. Wir schauen mal. Sprit habe ich noch hier noch drin. 41 Liter Durchschnittsverbrauch. Ja. Wir können noch etliche Kilometer fahren. Warte mal, wie viel haben wir noch? 197 Kilometer. Überholen wir erstmal hier den Hermann. Nee. Ich werde mir das auf jeden Fall nochmal angucken, wie ich das gemacht habe. Ob das geklappt hat mit dem Video jetzt. Also 38. Also spätestens, wenn September vorbei ist, möchte ich hundertprozentig mit dem neuen Rechner agieren. Ja, ich habe ja auch OBS, so die ganzen Oberflächen habe ich schon alle so reingemacht, aktiviert, aber Stream Deck und noch andere Sachen fehlen halt noch. Ich muss auch das Lenkrad richtig einstellen, wieder beim Euro Truck Simulator. Das habe ich auch noch nicht gemacht. Naja, da kommt auf jeden Fall noch eine ganze Menge auf mich zu. Aber bezüglich des Monitors könnt ihr ja mal reinschreiben, ob es... Boah, ich denke mal, es war schon eine Wahl, die ganz okay war. Ich habe alles nur Asus hier. Monitor. Und wir haben es immer noch nicht geschafft, meine Fritzbox einzurichten. Ja, ich könnte das alles selber machen, aber... Naja. Wir haben es einfach nicht geschafft. Und nachher waren wir nicht mehr in der Lage, das zu schaffen. Ach, nee, ey. Das ist so traurig, ne? Edeltraut. Habe ich dir eigentlich schon ein Küsschen gegeben? Junge, Junge. Habe ich das vergessen? Und wie gesagt, nicht mit dem Handy spielen und dabei Auto oder LKW fahren oder Bus. Ne? Macht das ja nicht. Denn kommt nämlich sowas raus, was ich jetzt hier gemacht hatte. Nicht gerade gut, ne? Das macht man nicht. So. Was haben wir denn noch? Wir haben noch 140 Kilometer und es sieht eigentlich ganz gut aus von der Geschwindigkeit. Ja, man kann schon, wenn man hauptsächlich Autobahn fährt, kann man schon so 400 Kilometer nehmen. Macht ein paar km/h mehr. Wir fahren mal rüber, dass die LKWs überfahren können. Ja, und wenn euch das gefällt, auch und ihr es lustig findet, dass der Maximus so ein Osterei ist und musste jetzt nochmal alles machen, dann könnt ihr gerne ein Däumchen nach oben geben. Ja, das ist... Und ich sag meinem Frauchen immer, ich komme gar nicht mehr dazu, Videos zu machen. Ja, wenn dann sowas noch rauskommt, ich glaube, wenn ich ihr das sage, dann schüttelt sie mit dem Kopf. Ja, aber dann muss ich sagen, dieses Jahr sind dann die letzten Ausgaben für Rechner und Equipment. Ich habe mir ja noch so eine kleine, wie gesagt, die Rechner haben ja heutzutage den neuen kein CD-Laufwerk. Habe mir noch so ein externes noch geholt. Oh, jetzt hat draußen einer gehupt. Ups. Nee. Ich muss jetzt auf dem Handy gucken, weil wir kriegen nachher noch schnell Besuch. Hat's gleich gestockt hier, wo der Hub wo hat. Ah, sieht aber schön aus, ne? Ja, das Problem ist mit dem anderen Bildschirm, der hat noch eine höhere Auflösung. Also ich könnte dadurch noch eine höhere Auflösung machen. Muss ich mal schauen. Und 144 Hertz hat er natürlich auch. Eine Sekunde Reaktionszeit. Hm. Und das hat natürlich den Hintergrund, mit dem normalen Kabel hat er ja immer solche Fehler gezeigt. Und hat auch nur 60 Hertz gemacht.
Ah ja. Oh, dieser, glaube der alte hieß VGA-Anschluss, ne? Ach, ja, ihr wisst schon, was ich meine. So, warte mal, kann ich hier auch... Ne, hier kann ich nicht so fahren, wie ich mir jetzt vorgestellt habe. Lass mich mal. Oder hätte ich so fahren können? Ja, ja, ich fahre hier auch eine ganz schöne Grütze hier zurecht. Er muss jetzt ordentlich bremsen. Hui. Ach, Mann, ey. So, Nürnberg sehen wir schon. 60 Kilometer noch. Dann kann ich sie mir gleich hochladen. Ja, wir ziehen hier gleich rüber. Oh, ah ja. Das war jetzt aber extrem. Jetzt musste ich aber ein bisschen aufpassen. Ich krieg langsam mal Hunger. Wir haben jetzt 1347. Ah. Ach. So, hier runter. Ich glaube, so in dem Verbund könnte ich durchaus nochmal von Nürnberg eine andere Strecke fahren, aber ich werde es dann einfach ein paar Tage später machen. Ich hatte nämlich eine schöne Tour von Griechenland Richtung Zypern bin ich gefahren, aber ich werde, ja, wie sagt man beim Gericht an, Mangel an Beweisen werde ich freigesprochen, nee, Mangel an Zeit werde ich jetzt hier nochmal was anderes machen. Dann werde ich mit dem LKW, so wie er ist, von Nürnberg dann nochmal woanders hinfahren. So. Geht manchmal nicht anders. Aber ist auch mal schön, dass wir mal einen LKW zweimal sehen in der gleichen Kombo, ne? Muss ich hier ab, ja. Ja. Schön. Alles klar. So, wir fahren sowieso gleich ab, also kann ich hier erstmal bleiben. So. Willkommen in Nürnberg. Die haben sie natürlich auch total geil gemacht, die Stadt hier, ne? Also. Ah, jetzt stehen wir hier. Und kommen nicht weiter. Komm, 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 komm. Das ist natürlich mehr der Jüngste hier, ne? So, fahren wir mal hier rüber. Versuchen wir hier die ganzen LKWs hier zu überholen. Fahren sie alle wie die Schlümpfe hinterher hier. Ein bisschen mehr als 50 kann man schon mal fahren hier. Geht schon. Da hinten ist sowieso mein Punkt zum Entladen. Und dann machen wir diese schnelle Entladung. Und ja, zum Ende des Videos könnt ihr euch dann auf jeden Fall noch ein anderes Video anschauen oder ausprobieren. Gucken, was euch da vielleicht noch gefällt. Die Playlist ist natürlich schon ziemlich groß, ne, vom Eurotruck Simulator für alle, die da gerne gucken wollen.
Weil ich hatte ja so eine Umfrage beim letzten Mal gemacht und gefragt, über welches Spiel ihr mich ja abonniert habt. Euro Truck Simulator, andere Simulationsspiele, Action, Racing und. Und ja, ich glaube über 300 Leute haben da mitgemacht. Und es waren zu über 90% war es der Euro Truck Simulator. Deswegen braucht ihr euch auch keine Gedanken machen, dass hier der Euro Truck Simulator mal ja, das Nachsehen hat. Ja, also ich versuche schon, dass ich jeden Tag da irgendwie ein Video hinbekomme. Vielleicht bei den Mods nicht mehr so intensiv, weil, ja, ist immer wieder der gleiche Käse. Interessiert mich jetzt nicht mehr so, aber ich will natürlich, wenn die Version sich geändert hat, da immer was rausbringen oder meine Mods vom. Wird ja auch immer wieder verlangt. Aber eher sehe ich den Fokus, meine Folgen machen und dann hier News rauszuknallen. Vielleicht mal Wunschliste. Ja, das wäre natürlich dann auch noch so eine Sache, die wir hier nicht vergessen sollten. Ja, und wer es noch nicht gemacht hat, kann natürlich trotzdem ein Abi habe ich nicht. ein Abo dalassen. Ja, ist halt jedem selbst überlassen, aber ist umsonst. So, wo ist denn hier jetzt? Hier ist die Entladestation. Gut. Machen wir es einfach mal. Einfach. Gut. Gut, Freunde. Das war's. Jetzt werdet ihr zum Ende noch ein paar Videovorschläge haben. Und dann könnt ihr euch noch ein bisschen was aussuchen. Würde mich auf jeden Fall freuen. Also lasst ein Däumchen da. Oder zwei. Geht das? Nein. Ich mache aber erstmal einen Fisch. Ich sage, haut rein. Macht's gut. Bye, bye.